Diese Spinne ist nicht ohne Grund auf eine Kuppel geklettert. Sie will fliegen. Erst hebt sie ein Bein und fühlt, wie stark der Wind weht. Dann wirft sie Fäden aus dem Hinterleib und hebt ab. Viele Spinnenarten können fliegen und dabei Höhen von über 4 Kilometern erreichen. Manche von ihnen fallen schon nach wenigen Metern wieder zu Boden, aber andere schaffen es, hunderte Kilometer weit zu fliegen, und geraten sie in einen Starkwind, überwinden sie ganze Ozeane. Die Wissenschaft spricht hier vom sogenannten Fadensegelflug oder, wie es im Englischen genannt wird, Ballooning. Aber wie genau funktioniert Ballooning? Am Hinterleib der Spinne sitzen die sogenannten Spinnwarzen. An ihren Spitzen befinden sich mehrere hundert Spinnspulen. Jede davon kann einen bis zu 320 Nanometer dünnen Faden auswerfen. Zum Vergleich, das ist etwa 1000-mal dünner als ein Menschenhaar. Wenn Spinnen fliegen wollen, werfen sie ein ganzes Bündel solcher Fäden aus, die sich dann in der Luft, ähnlich wie ein Fächer, aufspreizen. An diesem Fächer segeln die Tiere durch die Luft. Das machen sie aber erst, nachdem sie die Windgeschwindigkeit getestet haben. Ist sie zu stark, ist das Flugrisiko zu groß. Labortests haben ergeben, dass die Windgeschwindigkeit nicht stärker als 3 Meter pro Sekunde sein darf. Sonst wirft die Spinne ihr Netz nicht aus. Der Wind beeinflusst ganz enorm, was für eine Flugroute die Spinne nimmt. Sie ist aber nicht der Grund dafür, dass sie überhaupt abhebt. Das geht auch bei völliger Windstille. Was das Seidengefährt der Spinne abheben lässt, sind elektrostatische Kräfte. Unsere Erde ist permanent von einem elektrischen Feld umgeben. Während die Erdoberfläche vor allem negativ geladen ist, ist die Atmosphäre vor allem positiv geladen. Was passiert, wenn elektrische Ladungen in der Luft überhand nehmen, zeigt sich besonders eindrucksvoll bei Gewittern. Aber auch bei schönem Wetter liegt natürlich Spannung in der Luft. Forscher vermuten, dass Spinnen elektrische Felder über die Haare auf ihren Beinen wahrnehmen. Die Spinnfäden, die sie in die Luft schießen, bleiben quasi an der Luft kleben. Das passiert, weil sich gleichgeladene Teilchen abstoßen und ungleichgeladene Teilchen anziehen. Die Spinne nutzt also diese Anziehungskraft. Fliegen zu können, ist für Spinnen ein ganz enormer evolutionärer Vorteil. Sie können sich dadurch ganz neue Lebensräume erschließen, die sie krabbelnd niemals erreicht hätten. Und nicht nur, dass sie ihre eigene Art verbreiten können, auch ihr Speiseplan wird dadurch viel interessanter.